Die weise Frau. Eine Frau war weit gereist, als sie eines Tages zum Gebirge kam. Dort fand sie einen wertvollen Stein, zur Hälfte verborgen in einem Flusslauf. Die Frau packte den Stein in ihre Tasche und wanderte weiter. Ein wenig später, am selben Tag, traf sie einen Wanderer, der sehr hungrig war. Der Wanderer fragte sie, ob sie ihm etwas zu essen geben könnte. Das wolle die Frau gerne tun. Doch als die Frau ihre Tasche öffnete, um ein wenig Brot herauszunehmen, erblickte der Mann den wertvollen Stein. »Kann ich stattdessen den Stein bekommen?«, fragte der Mann, halb im Spaß. Ohne zu zweifeln, bejahte die Frau und gab dem Mann den wertvollen Stein. Der Mann nahm die Gabe erstaunt an, bedankte sich unterwürfig und wanderte weiter. Die Frau verweilte und schlug ihr Nachtlager auf. Doch es dauerte nicht lange, da kam der Mann zurück. Er reichte der Frau den Stein und sagte, »Ich habe es mir anders überlegt, ich gebe dir den Stein zurück. Aber könntest du mir stattdessen sagen, wie du mir ohne Zögern den Stein geben konntest?«